Und da leichte Probleme für Thomas Essmann, der jetzt aber auch wieder unterwegs ist. Hat da sehr viel Platz gemacht hier, um den Führenden in dieser Gabe vorbeizulassen. So, Marcel Röckertamp muss jetzt hier mal ein bisschen Druck am Helfer hier vorne mitfielen. Dankeschön. So, und der Marcel Felsmann kriegt dann mal wieder Besuch. Schluckt da mit Problemen wieder am Sprung. Da muss er cool bleiben einfach. Ja, und jetzt passiert Marcel Röckertamp vorbeigegangen hier. Stefan Schluppig jetzt ein Platz verloren, aber Röckertamp mit einem Fehler am Fahrerstand, jetzt Schluppig wieder vorbeigegangen. Also da gibt es richtig zu sagen, hier bei den kleinen 1:40er Racing Club 13, die neue Einsteigerklasse hier in Deutschland, bei uns erstmalig zu Gast in RC Glashaus. Schluppig macht jetzt Druck hier, Röckertamp aber auch, er sucht jetzt hier die Linie. Also da gibt es zur Sache zwischen P2 und P3. Schluppig nach vorne! Also da ist noch nichts entschieden. Und da gab es auch mit Problemen hier am Doppelsprung. So, jetzt in Führung gegangen hier. Marcel Röckertamp. Der Fehler im Doppel oder Vordoppel hat die Führung gekostet. Hier ist erstmal den Platz. So. P1 und P2 kommt jetzt hier bei uns vorbei. Abstand und Ziel beziehungsweise an der Zinsstein. Vielleicht ist es eng zur Sache. Da gab es Bildungskampflinie. Und Helfer hier vorne einmal Schnurring ist der Lack. Hier drin und zieht wieder vorbei. Also neuer Mann an der Spitze jetzt hier. Stefan Schnuppel von AT Racing. An Zweierstelle liegt Marcel Röckertamp. Jetzt geht mit Fehler raus. René an Zweierstelle. Helfer in Gefahr, Gott sei Dank, der Helfer hier. Sagabe jetzt wieder vorne, vor und Schluppig. Also, jetzt hier wieder die Reihenfolge gerade mal hergestellt. Da gibt es jetzt ans Überrunden gleich und René muss da cool bleiben. Und da hat er es wieder verkackt am Sprung. Neuer Spitzenreiter, jetzt wieder Röckertamp. Und dann gibt es echt zur Sache hier auf zwei Meter durch den Spiel. In dieser Gabe. Da muss er sein ganzes Pödel einmal zeigen. Also, das ist doch Racing Club 13. Der Action geht hier nicht. Und die ersten zwei hier ganz dicht zusammen, die beiden Charisma-Piloten. Der René hing ja kurz auf dem Schlauch. Also jetzt geht es hier für die zwei durch die Sprungsektion. Dein Mikro ist nicht schlecht, Digga, aber das musst du anmachen. Aber es sind alle gequatscht. Das Blaue geht noch. So, wir haben noch knapp 40 Sekunden Fahrzeit. Röckertamp-Sagabe, Schluppig mit Penning. Diese Penning hier auf dem super vierten Platz unterwegs bei den 1:14ern. Also auch er kann mit den ganzen Leinen hier richtig gut racen. So, die letzten 15 Sekunden hier an der nächsten Überzeit. Hier ist der führende Mann, Marcel Röckertamp, der zweitplatzierte. Final A, Finallauf 2. Also, Leute, jetzt nochmal richtig all in hier. Die letzten Meter für euch im ersten A-Finale. Der 1:14er bei uns in RC Glashaus. Marcel Röckertamp hier in Führung vor René Sagabe. Und dann noch der Zielerlauf, es gewinnt Marcel Röckertamp von Stefan Röckertamp vor Jan Erik von Hofmann.